Als nächste Rednerin wird Astrid Westhoff, die stellvertretende Landesbezirksleiterin von Verdi Berlin-Brandenburg, zu uns reden. Verdi ist ja eine der Gewerkschaften, die die klammen Staatskassen mit am brutalsten spürt, weil sie nämlich für die Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, kämpfen müssen. Sie ist die Gewerkschaft, die sich überall dagegen wehren muss, dass Menschen herausgeschmissen werden, weil angeblich kein Geld mehr da ist und deswegen direkt spürt, was die Sache ist. Wir haben ja bereits eine Antwort der FDP auf das, was wir heute tun, den Umverteilungstag, vor wenigen Tagen bekommen. Die FDP hat ein weiteres Wahlplakat angekündigt. Auf dem Wahlplakat wird stehen: Umverteilen statt Gerechtigkeit statt Umverteilen. Das wird hoffentlich unsere gemeinsame Antwort sein, weil wir werden Herrn Rösler und Company deutlichst machen, dass Gerechtigkeit in diesem Land nur herstellbar ist, wenn endlich Umverteilen von oben nach unten stattfindet. Astrid, du hast das Wort. Danke, Uwe. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen hier auf dem Platz, liebe Bündnispartner, wir alle sind Umverteiler. Wir wollen Umverteilung. Schaut euch um. Schaut euch um, nicht nur hier am Potsdamer Platz, wo die Touristen rumlaufen. Geht ein paar Schritte weiter. Schaut euch um in Berlin. Ihr werdet sehen, wie es ist, wenn in einer Stadt seit über 20 Jahren ein ganz harter Konsolidierungskurs gefahren worden ist. Wenn in einer Stadt Milliarden von Schulden da sind und ihr werdet sehen, wo überall das Geld, das wir umverteilen, gebraucht wird. Die großen Krankenhäuser in dieser Stadt, Vivantes und Charité, die weltberühmte Charité, haben nicht genug Geld, weil das Land Berlin mit seinen Schulden, seinen gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die Gebäudesubstanz an den Krankenhäusern, für die das Land zahlen muss, wird nicht saniert. Die Großgeräte, die gezahlt werden müssten, werden nicht gekauft. Und in ihrer Verzweiflung versuchen die Krankenhäuser, sich das Geld beim Personal zu holen, indem sie weniger verdienen, indem mit Personalunterdeckung gefahren wird oder indem outgesourced wird, Selbstbereiche wie Krankenhaushygiene, wie Bluttransport, wie Krankentransport in eine Billigtochter, in eine CFM, Charité Facility Management, wo Betriebsräte, wie wir es gerade erleben, drangsaliert werden. Weil das Geld nicht eingenommen wird, haben wir hier mit solchen Folgen zu kämpfen. Gleiche in den Kitas und in den Horten. Das Land Berlin hat 2/3 seiner Kita-Plätze auf private Träger übertragen. Da sind gutwillige Träger dabei, aber die Finanzierung reicht nicht. Deshalb arbeiten die Erzieher und Erzieherinnen dort ohne Tarifvertrag und zu schlechteren Gehältern als beim Land Berlin. Und ich verrate euch kein Geheimnis, dass in diesem Land auch die Erzieherinnen an den öffentlichen Kitas weniger verdienen als in Brandenburg oder in Niedersachsen. Das ist Fakt. Wir hatten in den Kitas früher mal Küchen. Und auch diese Küchen sind outgesourced worden. Obwohl in diesen Kitas Kinder betreut werden, in deren Familien es zu Hause nicht mehr selbstverständlich ist, dass jeden Tag eine warme Mahlzeit gekocht wird. So sehen sie in den Kitas nicht mehr, wie es ist und wie einfach es ist, eine gute, ordentliche Mahlzeit zu kochen. Anstelle dessen werden Caterer beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob euch noch die Erdbeeren aus China im Kopf herumschwirren. Was ist nämlich heute die Alternative?
wir Berliner und Berlinerinnen, wir merken es, wenn wir unsere Behörden brauchen. Wir merken es, wenn wir auf die Kfz-Zulassung stellen wollen. Wir merken es, wenn die Ausweise verlängert werden. Oder wie in Charlottenburg ein Wohngeldamt, ein Bürgeramt wochenlang geschlossen werden muss, weil das Personal fehlt und weil die Arbeit in den Behörden hinten und vorne nicht mehr ordentlich gemacht werden kann, weil das Personal einfach fehlt. Und wenn ich euch mal bitte hier umzugucken auf diese wunderbaren Neubauten, da gibt es wahrscheinlich ordentliche Büros und da gibt es möglicherweise auch eine technische Ausstattung von heute. In den Ämtern und in den Verwaltungen können unsere Kolleginnen und Kollegen von sowas nur träumen. In dieser Stadt hat der öffentliche Dienst durch Einkommensverzicht, weil mit Kündigungen gedroht wurde, viele Millionen verzichtet an Einkommen. Und da geht es selbst bei kleinen Einkommen insgesamt um Größenordnungen von Autos. Alles nur, weil das in Schuldendienste gesteckt wurde. Und immer noch will dieser Senat sparen, sparen, sparen und in einer Zeitung grassiert die Zahl von 100.000, die keinerlei Substanz hat, die einfach nur gesetzt wird, sodass wir wissen, das alles soll noch weitergehen, auch auf Kosten und Kosten von uns Berliner Bürgern und Bürgerinnen. Denn das, was der Staat mit seinem Personal macht, ist das, was wir alle brauchen. Daseinsvorsorge. Kitas, Schulen, Lehrkräfte, ordentliche Personalschlüssel, eine Polizei, die Sicherheit garantiert, Bibliotheken, die offen sind und nicht die halbe Tage geschlossen werden, eine Feuerwehr und vieles, vieles andere. Berlin hat von der Substanz gelebt und das sehen wir an unseren Straßen, das sehen wir an unseren Gebäuden. Die Bauwirtschaft wäre heilfroh, wenn da endlich mal rangegangen würde. Sie hätte auf Jahrzehnte zu tun. Genau. Wir merken es aber auch da, wo die Kontrollen fehlen. Wo zum Beispiel die Kontrollen bei den Lebensmitteln fehlen, weil es Personal fehlt. Oder auch an unseren Finanzämtern. Ihr solltet es kaum glauben, aber es ist so. Weltweit ist das Personal da, wo der Staat Einnahmen erzielen soll, an den Finanzämtern reduziert worden. Da fragt man sich, wo ist der politische Wille? Wollen die ihre eigenen mickrigen Steuergesetze nicht umsetzen? So scheint es zu sein. Wir haben es gerade aus den Zeitungen. Unsere Superreichen bezahlen lieber eine eigene Industrie von Bankern, von Steuerberatern, von Juristen, um ihr Geld irgendwo auf Steueroasen zu bringen, profitieren aber von den Universitäten, von den Schulen, wo sie ihre eigenen Kinder hinstecken, weil sie das bisschen Geld nicht zahlen, weil unser Staat von ihnen haben will. Aber wir wollen nicht nur einen ordentlichen Steuervollzug, wir wollen, dass sie mehr zahlen. Und sie können das auch. Jawohl. Sie können das. Und dafür will ich euch ein Beispiel machen. Die reichste deutsche Frau, die siebtreichste in Deutschland, hat täglich einen Vermögenszuwachs von 2,6 Millionen Euro. Jeden Tag. Und dann... Und da soll eine Vermögensabgabe nicht möglich sein? Da lachen doch die Hühner. Liebe Bündnispartner, Verdi will Steuergerechtigkeit. Dafür setzen wir uns seit Jahren ein. Wir wollen, dass endlich eine Vermögenssteuer eingeführt wird. Wir wollen, dass eine Erbschaftssteuer ordentlich ausgestaltet wird. Denn lasst uns nicht vergessen, bei Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer ist Deutschland nämlich eine Steueroase im Vergleich mit unseren Nachbarn.
Wir wollen höhere Spitzensteuersätze. Bei Kohl hatten wir auch über 50%. Wo ist denn da das Problem? Selbst das Bundesverfassungsgericht hat das abgenickt. Wir wollen, dass die Unternehmenssteuern steigen. Selbst in den 60er Jahren ist ein Vielfaches von dem am steuerlichen Anteil gezahlt worden, was wir heute haben. Warum soll das nicht gehen? Und Verdi fordert diese Vermögensabgabe von den Superreichen, wie die Frau, von der ich vorhin gesprochen habe. Als Gewerkschaften, Bündnispartner, Freunde und Freundinnen haben wir unsere Schwerpunkte in den Betrieben und Dienststellen. Bei den Tarifrunden ist es ein hartes Geschäft, unsere Umverteilung zu bewältigen, unseren Anteil vom Kuchen zu holen. Und leider ist es auch dort immer noch so, dass wir zu viele Trittbrettfahrer haben, die glauben, Lohnerhöhungen fielen vom Himmel und die sich dann wundern, wenn womöglich noch nicht einmal Reallöhne gesichert werden können. Deshalb ist meine Aufforderung auch da. Leute müssen sich gewerkschaftlich organisieren, damit sie ihren Teil vom Kuchen abbekommen. Nicht nur in den Betrieben, sondern auch hier in den Bündnissen, wo es um unsere anderen Ziele geht, wo es auch um Umverteilen geht, sind wir gerne zusammen mit unseren Freunden von den sozialen Bewegungen, von den anderen Gewerkschaften, mit unseren Freundinnen und Freunden in den politischen Oppositionsparteien, die mit uns hier an diesen Forderungen streiten, und wir stehen dazu. Wir werden nicht locker lassen. Zusammen mit dem DGB und unseren Bündnispartnern und auch ATTAC, wo Verdi Mitglied ist, veranstalten wir hier noch im Mai einen großen Kongress am 24. bis 26. Mai in der Technischen Universität Berlin. Und wir werden nicht müde, unsere Forderungen nach Steuergerechtigkeit bis zum Wahltag und danach in den politischen Raum zu tragen. Machen wir es. Danke. Vielen Dank, Astrid Westhoff vom Verdi Berlin Brandenburg. Wir stehen solidarisch bei den Gewerkschaften, wenn sie um höhere Löhne im öffentlichen Dienst und in der privaten Wirtschaft kämpfen. Was mich sehr freut, wir hatten bei der Polizei für die Menschenkette 300 Menschen angemeldet. Als wir die Kette gezählt haben, waren deutlich über 500 da, die mit uns vorhin gemeinsam den Reichtum umverteilt haben. Respekt an die Berlinerinnen und Berliner. Dankeschön.